So, YouTube. Zu einer weiteren Folge Geotastic heiße ich euch willkommen. 31K Slow Run, 5 Runden, unendlich viel Zeit. Es geht los. Der Chat wird mich in dieser Runde unterstützen. Das heißt, wenn der Chat weiß, wo wir sind, kann er das gerne zusammen mit mir eingrenzen. Manchmal sage ich ja, oh, das ist Vorsagen, aber jetzt will ich mal eine Runde gemeinsam erlösen. Und wir landen. Ja. 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 Den Baum kenne ich. Vatikan, ganz dicht dran. Ich fahre mal auf das Einzige zu, was wir hier in der Wüste sehen. Ich hätte ja spontan Oman gesagt. Oder sowas. Okay, hier kann ich nicht mal weiterfahren. Das heißt, wir können hier nur rumfahren. Da hinten sehe ich eine riesengroße Stadt. Okay, also wir sind in den... in Dubai oder sowas wahrscheinlich denn doch. Was steht denn da? Emergency Medical Mobile Clinic Response Unit. Ah, das da drunter kann ich nicht lesen. Wir fahren mal Richtung dieser Silhouette der Stadt vielleicht. Hoffentlich war das keine Fata Morgana dahinter. Was ist das Krankenhaus gewesen? Ja. Es war ja wirklich ein mobiles Krankenhaus. Und das ist der Flughafen. Leider keine Flagge. Dann fahren wir mal in die andere Richtung. Ich glaube, wir sind hier in der Sackgasse. Und die Straße sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das eine viel befahrene Straße ist. Und die Silhouette da hinten könnten durchaus auch einfach nur weitere Bohrtürme gewesen sein. Oh no. Auto, wartet. Leben. Steht irgendwas am Auto? Komm. Alucor. Danger. 100 darf er nur fahren. Ich weiß gar nicht, ob es den Oman überhaupt gibt. Also entweder sind wir hier, also ja gut, wir sind irgendwo hier, nicht? Katar oder UAE wahrscheinlich. Marokko oder so? Ich weiß nicht, ob Marokko solche Vorkommen von Industrie hat. Das hier ist schon echt viel, nicht? Aber die Silhouette waren anscheinend wirklich nur diese Dinger und ich dachte, das sind Hochhäuser. Dubai. Naja, irgendwo hier Vereinigte Arabische Emirate, ja. Wow. Suddenly Kamele. Ja, warum nicht? Einfach mal so. Wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Wie soll denn das laufen, das arme Ding? Auch noch gefesselt. Oh no. Aber wie entspannt es auch einfach dasteht. Krasses Vieh.
So, was haben wir denn hier? Monitor by Polis. No mechanicals. This oil and gas heat is monitored. Ja. Security, photography, no parking, no quad biking. Control, emergency, phone control number. Oder irgendwo in Saudi-Arabien. Seven Stones Building AE, okay. Arab Emirates. Sharia. Okay. So, und ich würde sagen, die sind irgendwo hier, nicht? Shabaka. Ich meine, in der Zeit, wo diese Bilder aufgenommen wurden, können die hier ganze Städte entstanden lassen haben. Die sind ja super schnell damit. Sharia. Wahrscheinlich ist das Sharia. Sharja. Hier haben wir nämlich wieder das Problem, dass die Sachen anders geschrieben werden auf Google als in echt wahrscheinlich. Nicht immer, aber immer öfter. Und die Gasfelder sind halt auch nicht eingezeichnet. Ich hoffe, diese Straßen hier sind überhaupt eingezeichnet, wenn das Privatstraßen sind. So, die hier sieht öffentlich aus. Und Tavi al-Zubair. Zubair hatten wir neulich schon mal. Zubair ist eine gigantische Station gewesen, aber die war. Wo war die denn? Zubair. Ich merke, wie mein Mausrad manchmal zurückschwingt und dann wieder hochzoomt. Dabei ist die Maus eigentlich neu. Das wäre denn die dritte Razer-Maus in 2,5 Jahren. Dann versuche ich vielleicht doch mal wieder Logitech aus, wenn das jetzt schon wieder losgeht mit ihrem Mausradproblem. Aber wir hatten neulich Zubair, das. Es war doch hier an der Grenze irgendwo Zubair oder so, nicht wahr? Oder war das im anderen Land mit Zubair? Ich kann mich nur erinnern, bei Timeguesser war das mit Zubair. Der Grill hatte 2400 Watt, wichtige Info. Und der Föhn? Gleich mal wieder Jahera auf Entdeckungssuche schicken. Und wie viel hatte die Brotschneidemaschine? Aber ja, bei Timeguesser haben wir Zubair gefunden. Aber jetzt sehe ich es hier nicht auf der Karte. Und die S irgendwas hilft mir auch nicht weiter, nicht? Das ist irgend so eine kleine lokale Sache. Na, ich glaube, wir fahren gleich mal weiter. Nicht in die Richtung, von der kommen wir ja. Weg in die Richtung. Weiß ich nicht. Ja, dann müssen wir mal gucken. Und das Problem auflösen. Sharia.
E88. Aber wenn, dann morgen bitte probieren. Bis dann. E88, hier. Wie viele LKW standen da? Ich würde sagen, so viele wie in Worker and Resources, wenn ich einen Stau habe. Weil jetzt sind sie schon wieder weg. E88, Sub-Air. Und zum Flughafen. Sag nicht, dass wir hier drin sind. Und hier sind irgendwo. Super. Da ist es. Krass. Okay. Und da kommen wir hin. Das heißt, irgendwo hier sind wir. Wahrscheinlich sind wir gerade hier, kann das sein? Ja, wir sind genau hier gerade. Wir sind hier rausgekommen. Oder? Also wir kommen aus Südwesten. Nee, wir fahren nach Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Doch, genau, wir kommen aus der hier. Das heißt, wir stehen dort. Bingo Bongo. Eine weiter. Nicht genug kontrolliert. Ah. Ah. Egal. Ich habe mich zu sicher gefühlt mit dem Dreieck. Finde das Krankenhaus. Nee, war ja mobiles. War ich zu voreilig. Egal, egal. Also ich hätte geschworen, das ist die. Ja, es ist blöd, wenn zweimal hintereinander genau das gleiche kommt, nicht? Und ich dachte auch nicht, dass wir... Sind wir echt so weit gefahren? Ich bin noch nicht so weit gefahren. Ja klar, bin ich hier oben rum, nicht? Und dann dachte ich zurück und dann waren wir direkt da. Dass es so viel ist, okay, habe ich komplett falsch eingeschätzt. Und die Straße, dachte ich, ist gar nicht eingezeichnet, muss ich gestehen. Na gut, weiter geht's. Runde 2. Hongkong, Japan. Wir sind auf jeden Fall... Ah, schwer. Linksverkehr, oder? Was gespiegelt, also Rechtsverkehr? Neuseeland, Hongkong, Japan, Singapur. Doch nicht Italien. Okay. What? Das sah so tropisch da aus. Und jetzt sind wir italienische Alpen? Beide Punkte wieder Kreuzung. Ja, yeah, ich glaube, er hat das optimiert. Ist doch gut. Wäre auch scheiße, wenn du auf einer Geraden landest, wie gesagt, dann macht es nämlich keinen Spaß. Wie gesagt, es gibt ja auch Drop Points. Es ist ja nicht so, dass es komplett random ist. Irgendjemand hat diese Karte erstellt, wo du abgesetzt wirst. Und die hat x-beliebige Punkte und ist nicht komplett random. Also es sind immer Absetzpunkte. Du kannst ja auch selber Karten erstellen und einspielen. Ich spiele halt nur immer die Standardkarte, die das Spiel von Anfang an hatte.
Wahrscheinlich landen wir am Ende doch wieder hier in Afrika. Obwohl. Nee. Italien. Wahrscheinlich wieder San Marino dann. Ah ja, die links abgehende Straße, an die habe ich gar nicht mehr gedacht, eben in der letzten Runde. Das war ärgerlich. Das brauchen wir eigentlich nur noch so eine Straßennummer, SP irgendwas, nicht? Das reicht, um uns das dann genau einzuordnen. So eine produktiver. Doch, San Marino, oder? Produktiver, Sonne. Komm, schreibt doch ran, wo ihr her seid. San Marino. Saal. Simtech. Kann man aber auch nicht lesen, wo die sind. SRL, Paper and Plastic. Aber du siehst ja, selbst wenn man an den Kreuzungen landet, findet man die falsche Kreuzung manchmal. Und hallo, Lars Kiwi. Aber schöne Jahreszeit hier, wo wir gerade rumfahren. Ich vergesse dann immer anzuhalten und auf die Hinweise zu achten, wenn das so hübsch aussieht. Okay, kann man nicht erlesen. Opel! Ah, wir können Geotastic Bingo, nicht? Wenn wir wieder mehr Leute im Chat haben, können wir noch das wieder reaktivieren. Oh, für die Fahrradtour, für die nächste muss ich euch auch noch ein Bingo machen, nicht? Aber gut, wie soll man das steuern? Bräuchte ich eine App, wo ich das Bingo steuern kann? Shit. Wir sind in Guadalquivir. Haben wir zumindest einen ersten Anhaltspunkt. Wenn wir jetzt noch ein SP irgendwas oder so finden, dann wäre noch besser. Am besten ein Kreisverkehr, nicht? Da steht dann immer dran, in alle Richtungen, welche Städte kommen. Das könnte die Straße uns ja jetzt ruhig mal geben. Wir fahren jetzt schon lang genug. Wir brauchen einen Kreisverkehr. Stand da nicht gerade Land, das du erwähnt hast? Aktuell ist eine Runde, wo ihr mitraten dürft. Also ich hätte ja auch San Marino gesagt, nicht? Oder Italien. Also Italien wissen wir auf jeden Fall. Aber es wirkt wieder wie San Marino. Aber ich will einen Kreisverkehr, wo... Oder hier, so ein Schild. Ich hasse es! Rimini. Naja, San Marino. Okay. Also wir sind irgendwo da in der Nähe, Rimini Nord auf der A4. Man ist sehr oft hier in der Gegend. So, wo ist jetzt die A4? Da ist die A1. Wahrscheinlich ist die E78 auch noch irgendwas. 703 irgendwo.
Was ist die E45? SS3 Bissel. Okay. Was ist die E45? Das ist die A14. Okay. Also es geht nach Rimini. Rimini ist hier. San Marino geht nach Süden. Das heißt, irgendwo hier müssen wir sein. Gula di Chululululukolo. Hier sind wir. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo hier gerade angekommen. Oder so. Nach Westen, Norden, Osten, Süden, Westen. Oder hier irgendwo angekommen. Okay. Und wir fahren nach Osten, Norden, Osten. Das heißt, wir sind. Sind wir von hier gekommen und sind gerade da? Würde passen, da ist eine Tankstelle. Heißt du Distributore? Servila. Servisa. Rossi. IP. Ja gut, die können ja auch wechseln. Ferramenta. Artemenzoni Shoppo. Ah, wird schon passen, nicht? Also, wenn ich mich nicht irre, stand auf dem grünen Schild San Marino. Ja, San Marino. Aber die Gegend ist auch so eindeutig, nicht? Also, als ich gestartet habe, dachte ich aber kurz, hier hätte ich ganz kurz gedacht, ich bin in Südkorea oder so. Die Schilder haben zwar nicht gepasst, aber so von der Straßenführung und von den buschigen Bäumen hätte ich jetzt nicht San Marino gedacht. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Genau, mit San Marino ist zu Ende an dem Ort. Das ist aber auch ziemlich fies in dem Spiel, wenn du an so Länderübergängen bist und dann suchst du in dem anderen Land, aber nicht an der Grenze, weil du nicht mitgekriegt hast, dass du über eine Grenze gefahren bist. Es steht aber auch nirgendwo was dran. Ich meine, wir haben es eh schon versaut, nicht in der ersten Runde. Hier. Die Roza Sonna. Also ich würde sagen, wir kamen ja von hier. Aber wo kamen wir hier hinten raus? La Venezia. Wäre jetzt auch Zufall, wenn ich sehen würde, nicht? Die geht nach Nordwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. Die geht nach Nordwesten weg. Ich meine, das kann auch sowas hier sein, nicht? Die sieht nämlich nicht sehr lang aus und das ist eine Sackgasse. Na, manche haben hier gar keinen Namen. Hier, da ist sie. Ja, dann starten wir ja direkt hier. Hallo, Gregor. Also das hätte ich gedacht, muss man doch hier aber erkennen. Und das sehe ich hier nicht. Das muss ja denn das hier sein. Dann stehen wir hier. Finish. 2,76 Meter. Geht doch. Oh, sind wir aber ein gutes Stück rumgekommen. Wir sind einmal durch ganz San Marino gefahren, Nord-Süd. Vor allem wäre ich nach Süden gefahren, hätte ich sofort die Hinweise bekommen. Da hätte ich wahrscheinlich sogar an der Kreuzung direkt gesehen, S375 oder sowas. Oder SP89. Schöne Scheiße. Runde 3. Jetzt ein bisschen
kommt. Peru hatten wir schon, aber Philippinen fehlen mir heute. Indonesien, Bangladesch, komm. Schönes Bangladesch jetzt. Mitten im Dschungel, auf dem Feld. Reisfeld. Ich will ein Reisfeld. Reisfeld, Reisfeld. Oh ne, Afrika. Nee, Südamerika. Aber was? Die Hadapan, Kerja Mengangkut Tana, Ghana? Nee, doch Indonesien. Malaysia? Alles, erst einmal durchgehen. Roter Boden, Senegal? Brasilien? Wo will Gregor heute hin? Willst du nach Brasilien? Okay. Indonesien, Philippinen, Luar Bandar. Payong, Plantan, Son Bat, Sunya, Senpu, Yalan, Meruton, Sarakai. Also ich würde ja auf jeden Fall Richtung Indonesien rübergehen. Tukang, Yahid, Baju. Tektong Road. War doch asiatische Zeichen? Denn doch eher Malaysia? Malaysia hat mich ein bisschen mehr asiatische Zeichen. Wieder eine Kreuzung. Ja, wenn der Algorithmus sagt, an der Kreuzung starten, dann darfst du dich nicht wundern. Aber wie gesagt, frag den Entwickler, wie er das gemacht hat. Man kann ja auch einen Random-Modus einstellen, nur dann landet man oft echt an so Ecken, wo man auch nicht rauskommt. Yalan Kampung. Aber Yalan ist wieder Indonesien. Aber dieses Asiatische verwirrt mich. Nicht, dass wir hier oben drin sind irgendwo oder hier an der Grenze oder sowas. Aber Yalan und Kampung. Ist doch hier immer gewesen, nicht? Kapung irgendwas. Ich hoffe, ich fahre jetzt in die richtige Richtung und nicht wieder zurück. Falls ich jetzt in die falsche Richtung fahre, müsst ihr es sagen. Malaysia würde ich auch ganz stark tendieren, auf jeden Fall dazu. Wegen den asiatischen Zeichen. Aber dieses Kampung kommt mir so bekannt vor. Aber nicht, dass es mir hier vorkommt. Bekannt vorkommt und ich denke nur, ist es Indonesien gewesen. Kampung Malakka. Kuantan Fang Kuala Penang. Kampong. Kampung. Pelawan aber. Ich habe gerade entdeckt, dass bei mir um die Ecke ein Rahmenhersteller seinen Firmensitz hat. Hat der Fabrikverkauf? Wir haben früher da gewohnt, wo Balsen eine Fabrik hatte. Das haben wir aber auch erst dann herausgefunden, wo man Bruchkekse kriegen konnte. Aber natürlich waren die Mengen viel zu viel, nicht? Man musste dann immer gleich 2 Kilo kaufen oder so von diesen Tüten und die haben dann trotzdem 10, 19 Euro gekostet. Früher war das halt super viel für ein paar Kekse und die sind ja dann nicht so verpackt, dass sie frisch bleiben. Das heißt, man musste die dann auch schnell essen.
Die trauen sich auf jeden Fall Farbe zu benutzen. Ich dachte, das ist ein Schild. Aber in Malaysia gibt es durchaus Straßenschilder, wenn wir Glück haben. Die sind eigentlich relativ gut aufgestellt. Aber wenn man natürlich auf so einer länglichen Gerade ist, dann findet man nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die hier produzieren. Ich wohne ja nicht im Industriegebiet. Handarbeit alles. Hier wüssten wir es jetzt auf jeden Fall. Tanpa Vaya. Tanpa Vaya. Tanpa Vaya. Johor, Malacca, Kuala Lumpur, Perak, Taman Negra, Tanpa. Ja, wird nicht so groß sein, nicht, dass ich sie jetzt hier sehe. Aber das wünschte ich mir halt bei Färöer auch. Jalan Saré. Ich glaube, wir müssen wieder auf so einen Stein gucken. Jaka Sarikai. Da steht, glaube ich, drauf, in welche Richtung was liegt. Sehen wir die Dinger? Jaka. Jaka. Johor. Pekan. War da ein Kreuz eben? Ja, die sind da ja anders. Das ist ja nicht wie in Europa. Das Zeichen bedeutet ja Glück oder Schutz oder sowas. Das haben die da relativ oft, auch in Japan. In Japan ist fast die ganze Karte damit voll, wenn du Pech hast. Da gibt es nämlich auch einfach Läden, die das benutzen, nicht? Laden des Glücks oder so. Keine Ahnung, was das in Japan bedeutet. Sitawan? Nee, wir suchen Sakai. Ich glaube, die sind echt kleiner. Die waren sogar in der Höhle der Löwen und haben mit Steffen Henser zusammengearbeitet. Okay. Ja, vielleicht ist da nur der Fabrikgesitz angemeldet, nicht? Aber nicht die Produktionsstätte, weil sie Übersee produzieren. Aber eine europäische Adresse brauchen. Ist ja manchmal auch so ein bisschen gewunkelt, wunkelt, munkelt heutzutage. Falls jemand einen Straßenstein sieht, auf dem was stehen könnte und ich ihn überskippe, sag gerne Bescheid. Ich glaube, diese kleinen Ortsnamen hier, nicht, die kann ich einfach auslassen. Die helfen uns am Ende, am Startpunkt mehr, wenn wir in etwa wissen, wo wir sind. Aber jetzt noch nicht. Selamat datang. Also Selamat heißt ja willkommen, oder? Oder so? Da wäre übrigens... Das ist irgendwas von Brunei und Malaysia zusammen. Sag mal nicht, dass wir hier drüben sind. Sag hi. Ja, okay. Weil jetzt, weil ich die bruneiische Flagge gesehen habe, hat das natürlich Klick gemacht, dass wir hier drüben sein könnten. Und wie hieß der andere Ort, wo wir waren? Sakai zu Kapang oder sowas. Kuching.
Song Kapit Bintulu Kabong. Kapang sehe ich jetzt nicht. Jakar war's. Sehr gut aufgepasst. Wenn ich euch nicht hätte. Aber einen Jakar sehe ich jetzt auch nicht. Hätte ich auch, wenn hier eine Ecke erwartet, nicht? Als kleinerer Ort. Ich meine, warum schreibt man überhaupt Sakai ran? Jakar, da ist es doch. Okay, es ist wirklich winzig. Wir sind irgendwo hier zwischen. Okay, also wir sind auf der A150. Jetzt müssten wir nur herausfinden, auf welcher Höhe. Bei Beton. Beton habe ich auch. Manchmal bei meinen Gegnern an den Füßen. Bayong habe ich im Angebot. Borneo habe ich im Angebot. Bintagor habe ich im Angebot. Roban. Ja, wir fahren noch ein Stück. Aber eigentlich müsste ich wieder zum Startpunkt zurück, nicht? Würde mehr Sinn machen. Weil was hilft mir das jetzt hier noch weiter? Ich weiß ja gar nicht, wo wir gestartet haben. Borneo heißt die Insel, oder? Kann ich dir nicht sagen. Steht nicht da. Kalimantan auf Indonesisch. Also nach Süden hatten wir auch kein Merkmal, nicht? Lua Bandar. Tukanya Hitbaju. Das könnte uns helfen. Tukan Bajit Jaju. Und unsere Straße geht Nordosten, Nordosten, Nordosten. Also auf dem Fleckchen hier irgendwo sind wir. Sie geht nämlich mehr nach Norden. Dann könnte dein Bayong ganz gut passen. Und hier steht Tukanya Hitbaju. Was muss ja denn hier irgendwas im Nirgendwo sein? Oder ein Straßenname? Balai. Tingsong Hide. Waterfalls. Bersatu. Dabei. Taman Echo. Ah, das ist echt eine harte Nuss, vor allem, weil die Schrift wieder so super klein ist. Die Flaggen kennt man, ja, die Flaggen kennt man. Deswegen bin ich ja in die Ecke gegangen gerade. Aber, also in Malaysia und in Indonesien ist das Feintuning-Problem. Am besten wäre, wenn ich eine Schule finde, weil die eingezeichnet sind. Ich meine, hier könnte Tukang Shai Baju sein, oder hier, nicht? Aber hier, Sungai ist hier anscheinend. Hier ist Kemas oder so. Bayong. Wir suchen Baju. Bulat. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht der Straßenname ist. Jahid Baju.
Ah, da müsste Jalan davor stehen noch. Oh, nicht dieses Lied. Jalan, Jalan. Also so in direkter Nähe haben wir echt keine guten Möglichkeiten, nicht? Also hier geht's jetzt nach Süden und dann machen wir eine Kurve nach Osten. Das ist das Einzige, was wir als Merkmal wirklich ranziehen könnten. Borneo ist nach Grönland und Neuguinea die drittgrößte Insel der Welt und die größte Insel in Asien. Na, guck an. Ja, aber wenn du so siehst, eigentlich sind ja alle Sachen Inseln. Eigentlich gibt's ja keine Nicht-Inseln, nicht wahr? Die Frage ist, ab wann definierst du eine Insel als Kontinent? Ich meine, Australien ist ja eigentlich auch eine Insel. Neuseeland, Papua-Neuguinea. Dass das so viel größer sein soll als das hier? Gefühlt sieht das größer aus als das. Aber es kann sein, dass das kleiner, weil es am Äquator ist. Das ist ein bisschen südlicher, deswegen ist es ein bisschen größer, nicht? Das ist ja so ein Verzerrungsding auch. Russland ist ja gar nicht so groß und Grönland, wie es hier dargestellt wird. Die sind ja winzig. Wenn man die hier an den Äquator packt, passt Grönland, glaube ich, hier irgendwo rein oder so. Das war doch immer, die Sachen, die weiter nach oben gehen, werden ja auseinanderskaliert. Und sind eigentlich wesentlich kleiner. Und Afrika ist ja wesentlich größer. Es liegt halt genau am Äquator. Das heißt, die Sachen hier sind wesentlich größer und die Sachen hier sind wesentlich kleiner. Es gibt ja auch andere Darstellungen, die das dann anders aufbereiten. Hier ist Beton. Hattest du Beton gesehen vorhin? Weil du es gesagt hattest? Manchmal hilft es, ein paar Sekunden nicht auf die Karte zu gucken, nicht? Dann kriegt man nochmal einen neuen Blick auf die Sache. Aber trotzdem, also von der, gut, wir könnten halt auch auf dieser Straße hier sein. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube schon, wir sind auf der gelben. Und von der Ausrichtung könnten wir denn nur hier sein? Oder halt. Ja, oder halt hier. Also unsere Straße geht dann nach Süden. Also erst so im Bogen nach Süden macht unsere Straße. Es könnte halt sowas hier sein. Und dann geht's eine ganze Weile nach Nordosten. Das könnte hier schon wirklich gut die Stelle sein. Und dann kommt Jakar. Ich will auf der Straße, danke. Ich fahr mal in die Richtung weiter. Ja, okay, aber dann macht sie relativ schnell. Das wär zu eng, nicht? Okay, das Schild ist einfach weg. Aber dann geht sie nach Norden. Ah, die schlängelt sich halt so. Also das wäre zu lang für die Stelle, die wir hätten. Eher sowas hier, nicht? Nach Süden, nach Norden. Und dann geht's gleich wieder rum. Vielleicht so eine Stelle hier. Wäre cool, wenn wir eine abgehende Straße mit Namen hätten. Jalan Sendu Bawa. Ich glaube, das ist ein Straßenname. Den können wir suchen. Neuguinea wird scheinbar zum Kontinent Australien gezählt, wenn Borneo die größte Insel Asiens ist. Ah, das macht natürlich Sinn. Vielleicht ist das auf derselben Platte. Und deswegen zählt das nicht. Das kann natürlich sein. Okay, wie heißt die hier? Selalang. Wir suchen Sendu Bawa.
jetzt hier einfach die großen Straßen, die abgehen mal durch. Die geht nach Norden weg. Manche haben halt auch gar keinen Namen. Das ist halt auch blöd. Das macht das nicht leichter, wenn die Straßen hier keine Namen haben. Na, so eine Ecke würde auch gut passen. Aber die wären doppelspurig. Okay, ich glaube nicht, dass wir... Das ist ja wirklich eine Autobahn. Auf sowas Großen sind wir nicht. Dann sind wir auf der hier. Oder zumindest auf einer von diesen Straßen irgendwie. Vielleicht auf der hier. Pingjing. Weil hier ist auch viel zu viel los, nicht? Wir fahren ja eigentlich durchs Nirgendwo. Ja, das hier ist schon viel zu städtisch mit Sakriel. Sari. Pingjing. Also wäre auch wieder in der Stadt drin. Das hier ist wieder die große. Ich meine, die wird teilweise wieder einspurig, aber da, wo ich gedacht hätte, war sie zweispurig. Okay. Also es hilft nicht, wir müssen einfach mal fahren, bis wir wirklich ein Schild finden. Where the streets have no name. Ah, ich kann nicht singen. Ah, guck mal. Endlich. Q573 nach Lara. Das habe ich gerade gesehen. Das war hier, oder? Yalan Merutu. Das habe ich da irgendwo gesehen. Oh, shit. Q573. Das klingt jetzt nicht nach einer Straße, die sofort ins Auge springt. Ich sehe vor allem keine Straße, die mit Q beginnt hier. Vielleicht sind wir auch in einer ganz anderen Ecke. Naja, hier ist Q. Okay. Q509. Hier, es gibt noch ein Serikin. Oh, nee. Oh. Leute. Wie schreibt sich das andere? Sarikai. Ah, und das schreibt sich Sarikin. Jetzt weiß ich nicht mehr, was an dem Schild damals stand. Aber das mit Q passt natürlich für die Region dann besser, wenn die das hier alles mit Q bezeichnen. Ja, okay. Habe ich an der falschen Stelle gesucht. Kann ich ja lange gucken. Aber da gab es doch auch dieses Kap. Ja, Kang. Das macht mich. Dann gibt's das halt hier auch nochmal, nicht? Ja, es ist halt dumm, wenn alle Orte gleich heißen, aber gut, gibt's in Deutschland halt auch. Allein um Leipzig gibt's, glaube ich, 3 Orte, die Taucher heißen. Wow. Sehr kreativ. Q573. 538. Hier geht's in die 100er zum Q. Also wir sind nicht mitten in der Stadt. Q6. Ich würde ja sagen Q5, wenn wir die Q5 haben, davon die 7. Und dann 3.
Weil hier ist Q509. Hier hätte ich gedacht, geht ihr irgendwo von der 5 ab, aber tut sie nicht. Wer weiß, was das für eine Logik dahinter hat. Hier ist wieder ein Q504. Q509. Manche Sachen werden auch echt erst spät angezeigt. Sehe ich denn Meruton Baji? Aber ich habe das. Ich bin der Meinung, das andere habe ich da oben gesehen. Aber hier sehe ich halt kein Q irgendwo. Hier haben A's und B's hinten an den Straßen. Hier ist wieder Q. Ich würde schon sagen, dass das Sarikai vorhin war, oder? Mann, hätte ich gewusst, dass das so wichtig ist, hätte ich es mir gemerkt. Baji. Baji, Baji, Jambo, oh, etikitikitikita. Hier ist noch ein Serian. Oh, vielleicht war es auch das. Und ich meine, das andere ist hier so winzig, nicht? Das Jacquard, das kann durchaus normal vorkommen. Jacquard klingt jetzt auch nicht wie ein ungewöhnlicher Name für die Ecke. Q600. Hier ist SA und A. Also auf der Seite sind wir nicht. Also irgendwo hier. Meruton. Sehe ich auch nicht. Boah, so langsam, kennt ihr das, wenn irgendwann die Augen trocken werden, weil man nichts mehr sieht? In dem Zustand bin ich gerade. Yalan Meritun ist der Name der Straße, die nach Baji führt. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo Baji ist. Wahrscheinlich ist Baji so groß, dass ich es gar nicht im Blick habe. Kann das sein? Ich sehe kein Baji. Ich sehe einen Bau. Und Bintulu. Und Benkenu. Bikinu. Wie gesagt, also du kannst gerne diesmal auch sagen, wo es ist, wenn du es hast. Nur Google-Suche wäre ein bisschen lame, man sollte es schon selber gesucht haben. Also macht mich echt verrückt gerade. Ich sehe es einfach nicht. Baji ist westlich Sarikai. Sarikai. Dieses Sarikai? So westlich sehe ich da keinen. Oder ist das so winzig? Ich hoffe nicht. Balai sehe ich. Sag nicht, dass Balai Baji ist und das hier anders geschrieben wird. Kabong sehe ich. Pusa. Ja, dann kann ich mich natürlich zu Tode suchen. Und hier westlich gibt es eigentlich nichts mehr. Da ist die Straße. Baji steht hier und hier ist Meruton Baji. Aber wo ist denn Baji? Ja, die Straße hatten wir schon im Verdacht. Dann
Steht bei dir hier Budgie? Das könnte natürlich sein. Da ist das wieder so ein Browser-Sache und Google-Ding. Oder ist Budgie hier sowas ganz, ganz Winziges? Dass hier Budgie ist. Hier ist so ein Guy Budgie. Aber das Q steht halt nicht dran, nicht? Das ist natürlich super geil, wenn das hier alles nicht passt. Oder ist das hier Budgie? Ich bin jetzt aber trotzdem nicht hundertprozentig weiter, nicht? Jakar und Sarikai, okay. Aber ich weiß nicht, was das für eine Straße halt da ist. Die geht nach Norden weg. Dann sind wir jetzt hier an der Stelle, kann das sein? Dann kommen wir von irgendwo von hier. Schöne Scheiße. Aber dann ist der Straßenname bei uns nicht eingezeichnet. Steht hier unser Straßenname noch? Jalankukrit. Hier, die Straße hatte ich ja gesehen, wenn wir nach... Achso, genau, das ist die, in der wir sind, okay. Das hatte ich vorhin ja gesehen. Aber den anderen Straßennamen, der dran steht, den... Die haben keine Namen, das ist echt bescheuert. Weil hier nördlich haben wir einen Straßennamen, der nicht auftaucht. Naja, hier haben wir ja die... Warte, wo ist denn die Straße? Ich habe mich wieder zurückgesetzt. Hier steht ja ein Straßenname irgendwo. Hier. Tekong Road. Die geht nach Westen weg. Also in die Richtung Tekong Road. Hier, Teklong Road. Okay, ist da ein L? Das sehe ich gar nicht. Ich habe immer Kong gesucht, aber das heißt Kiong. Ich sehe da gar kein I. Und Yalan steht da auch nicht. Und ich habe vorhin Tukanja Heat gesucht, nicht? Und das taucht nicht auf. Ah, okay. Das heißt, dann stehen wir wahrscheinlich hier. Die Straßen sind in der Karte nach den zwei Orten benannt, welche die Straße verbindet. Ja, ja, genau, das ist ihr Prinzip. Das hilft dir nur nicht, wenn die Seitenstraßen die Namen nicht haben. Okay, also südlich ist Tekong Road. Und die hier geht nach Südosten weg. Ich meine, klar, dass die Straße nicht offiziell Jalankukrit dann heißt. Oder Jalankampung. Das ist ja trotzdem scheiße. Die oder da? Ach komm, Risiko. 3,82 Meter. Boah. Harte Nuss auf jeden Fall, aber Glück gehabt. Die Ecke war sehr markant dann am Ende, nicht? Also die hat mir die Sicherheit gegeben, zu wissen, dass wir da sind, gerade. Aber alles andere hat irgendwie null gepasst. Okay,
ab ins nächste Land. Ich habe es mir gewünscht. Wir haben Malaysia bekommen, Südostasien. Und deswegen kriegen wir nun Afrika, Ghana, Kuwait Primary School. Komm, gib mir eine PO-Box. Mulangana. Okay, ich glaube Kenia oder so. Oder Uganda. Entweder um Kampala oder irgendwo hier. Vielleicht. Aber die Rote Erde ist schon eher was anderes. Vielleicht sehen wir ja eine Flagge. Die haben oft Flaggen. Founding Name Benefitcher. Otaya Farmers. Otaya. PO Box. Passt zumindest zu hier. Und wieder eine Kreuzung. Nee, ist halt der Algorithmus. Das sollte dich nicht mehr wundern. Oder, wie gesagt, Handverlesen oder Algorithmus oder beides zusammen. Aber lies die Release Notes, dann findest du das heraus oder, wie gesagt, frag den Entwickler. Das ist das Einfachste. Du wirst in den seltensten Stellen einer geraden Straße rauskommen, wo nichts ist. Meistens ist die Straße auf Google eingezeichnet, nur du siehst sie auf den Fotos nicht mehr, weil es nur so ein zugewachsener Weg ist. Das ist dann blöd. Also das sind die blödesten Stellen, die ich hatte bisher. Aber ich muss sagen, in Afrika navigiere ich recht gerne, weil es doch ein echt vielfältiges Land ist. Zum Beispiel würde ich das hier niemals mit Afrika assoziieren, nicht? Was man so kennt. Afrika ist für einen im Kopf eine Wüste, was man einem beigebracht hat. Und nicht irgendwie grünes Gras, hohe Bäume. Ich denke mal, für die Karte sind die Stellen alle händisch ausgesucht und in Gruppen zusammengefasst. Aber das kann dir nur die Ersteller der Karte sagen. Ob die vielleicht einen Algorithmus benutzt haben, Punkte zu finden. Wobei All Around the World wahrscheinlich vom Macher des Spiels ist. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Foren, wo Koordinaten drinstehen für gute Startpunkte oder sowas, die man nehmen kann. Mopesa. Budget-Shop. All around the world haben wir. Steht hier unten, Map. Runde 4 von 5 und die Zeit. Hier, glaube ich, 234 Drop-Groups. Und wie die Drop-Groups ausgesucht werden, das weiß ich nicht. Die Drop Groups selber sind, glaube ich, Länder und besondere Gebiete wie Inseln. Da dürfte was stehen. National Government of Kenya. Okay, das war schon klar, dass wir in Kenia sind. Bis 2030. Kangunji. Niger. County, Nyeri County. Ich kann mal einen Schritt zurückgehen, vielleicht na super, kann man auch nicht besser lesen. Ah, ist ein bisschen verwaschen schon. Ah, ist alles unscharf.
Kann der Algorithmus nicht einfach eine Zufallszahl als Koordinate nehmen und dann den nächstgelegenen Punkt in Street View springen? Ja, dann landest du auf Straßen, wo du nicht weiterfahren kannst. Was bringt dir das? Das macht ja keinen Sinn. Also es muss schon sinnvoll verlesen sein. Es gibt ja auch Editoren. Wir hatten eine Zeit lang jemanden hier im Chat, der hat, wenn wir in so eine Engstelle gelaufen sind, das auch gleich in die Karte eingetragen und den Startpunkt zum Beispiel entfernt. Also es gibt da durchaus auch Nachbearbeitungen, weil was soll man an einer Stelle starten, wo du nicht vor und nicht zurück kannst? Für ein freies Fahren, nicht? Also für Not Movement gibt's ja auch. Da macht das vielleicht Sinn, aber für Movement ist das natürlich kein guter Startpunkt. Aber das ist doch mal eine schöne Sache. Und deswegen mag ich Afrika so und die Philippinen auch. Die haben nämlich auch sowas. Da steht nämlich eigentlich jetzt alles dran, nicht? Obwohl hier nur Werbung dran steht. Und wo die sitzen. Normalerweise steht doch dann, was sie machen, aber es steht hier, fehlt, was sie machen. Nur wer ist eingestellt, wer finanziert es, wer designt es? Und noch eine Werbung gegen AIDS. Okay, doch nicht so geil, das Schild. Normalerweise steht da, wir bauen die Straße von nach Republic of Kenya, County Government of Nyeri. Okay. Sehen wir Nyeri, Kisii County. Kitu. Es wird schon irgendwo hier sein. Und wir haben so ein bisschen Berge, nicht? Also die Region kommt schon gut in Frage. Ups. Kamanga County. Nyeri, das ist. Okay. Nyeri County. Also in der Region hier sind wir. Die ist nicht groß. Bei diesem riesigen Vulkan, nicht? Den sieht man vom Weiten. Oder Ex-Vulkan. Und wo waren wir da eben? Wir waren direkt in Nyeri, nicht? Kamuyu? Nyeri Hill? Steht da noch mehr? Hier steht auch, was sie bauen. Project 225 Meter, Cubic, bla bla bla. Tank at Gaki Tetu Subcounty, Gaki Tetu. Sehen wir das? Gaki. Gacha Tacha. Gatinga, Gatitu, Otaya, Gaturo, Gatumbi, Gitero, Murugu? Stimmt, im Murugu waren wir schon einmal. Ah, wir fahren noch mal weiter. Ohaya war der Start, oder? Ja, irgendwie sowas. Ich gehe noch mal zurück. Nicht? Jetzt wissen wir ja, wo wir sind. Dann können wir jetzt hier mit auch noch mal arbeiten. Otaya, ja, hast recht. Also nicht Ohaya, aber Otaya. Das sollte man doch jetzt hier finden. Otaya.
Okay. Construction of modern toilets. 16 Türen. Und da haben wir doch einen guten Punkt, glaube ich, da hinten. Hier ist eine Brücke. Guck mal, hier haben wir einen Fluss nach Westen und Osten. Der ist wahrscheinlich aber nicht eingezeichnet. Ich sehe hier zumindest keinen Fluss. Hier wäre ein Fluss. Die Straße geht aber nach Norden. Das würde hier nicht passen. Der River wird doch nicht komplett eingezeichnet, nicht? Es kann sein, dass der hier zum Beispiel rübergeht und wir sind hier. Ah, da vorne ist noch ein Schild. Da könnte... Nee, warte mal, das ist doch unser Schild. Mann, er hat mich schon wieder gedreht. Oder ich habe aus Versehen gedreht. Da, dieses Schild. Ich. Archo Disho Chese of Nigeri St. Theresa. Karima Catholic Parish. Karima. Kamiura. Kiba. Kimu. Holy Cross. Hier nach sowas müssen wir jetzt Ausschau halten. St. Theresa. Gitundu. St. Francis. Bei Francis muss ich immer an Malcolm mittendrin denken. Sugar, I get so high. Das ist im Zweifel ist hier nicht eingezeichnet. Oder halt in einer dichteren Zoom-Stufe. Schulen sind halt immer eine gute Sache. Otaya steht da auch dran. Town Stadium, also ein Stadium haben wir nicht gesehen, nicht? Und die Straße geht hier nach Osten und dann nach Norden. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob wir hier irgendwo sind. Wir fahren mal noch ein Stück. Da war was mit Theresa. Okay. Wo? Wo hast du Theresa entdeckt? Nördlich vom Ort. Treatment. Severus. St. Agnes. Das sind schon andere Orte, nicht? Vielleicht noch dichter ran? Parish, Our Lady, St. Agnes, Universal Studios, Umbui Church, ne, ich sehe jetzt nichts mit Theresa. Boom. Otaya St. Paul. GMS Church. Teuri. Martin Teuri. The Era. Theresa. Hm.
Mixed School. Nein, ist jetzt nix, zumindest hier. Aber vielleicht bin ich auch zu dicht dran und das ist hier oben und da habe ich nicht geguckt. Ich achte auch aktuell nur auf Kirchen, das ist vielleicht auch ein Problem. Ups. Hm. Na, wir fahren noch mal ein Stück. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Er hat mich schon wieder gedreht einfach. Also, das ist das Allernervigste halt. Ich weiß halt nicht, warum er mich einfach manchmal um 180 Grad dreht und dann fährt. Weil wenn man dann in den Chat guckt, dann fährt man einfach in die andere Richtung weiter und dann fällt einem irgendwann auf, warte mal, hier war ich schon mal. Oder er fährt rückwärts, auch beliebt, so wie hier. Man kommt mit Klicken nicht voran, man muss dann wirklich den Pfeil drücken. Oh, da kann das Spiel ja nichts für. Das ist ja ein Google-Fehler. Der ist ziemlich nervig. Da stimmt halt irgendwas im Algorithmus nicht. Ich hoffe halt irgendwann, dass die Google Maps wirklich mit KI ist, sodass die Zwischenbilder berechnet, sodass das wirklich wie so eine Übergangsfahrt wirkt. Das wäre richtig cool. Aber es ist eine schöne Ecke, oder? Also, alles ordentlich, Hecken, schöne Natur, die Straßen sehen nicht absolut scheiße aus, das könnte quasi um die Ecke sein. Also ich habe schlechtere Orte in Leipzig, nicht? Das ist wieder Bitumen. Nur wer es finanziert, Main Constructor, aber nicht was. Genesis Butchery. Taifa Bar. Ich meine, wir fahren hier recht hoch, nicht? Das würde schon hier passen. Genesis Outway Highway Shop. Genesis oder so sehen wir auch nicht. Wie ist die Straße? Die Straße macht einen Bogen von Südosten nach Südwesten. Also so. Das heißt, wir könnten in so einem Knick hier sein. Oder in so einem. Oder wir sind gerade in den Ort gefahren. Das könnte auch sein, dass wir hier irgendwo sind. Aber Genesis und so sehe ich auch hier nicht. Wir müssen halt was entdecken, was auf der Karte angezeigt wird. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also eigentlich brauchen wir eine Schule. Das wäre das Allerbeste, weil Schulen sind zu 90% eingezeichnet, damit die Schulkinder den Weg berechnen können, glaube ich. Da steht wieder, wer was baut. Wow. Aber wir müssen schon echt hoch sein, nicht? Wir können richtig über alles gucken. Es muss also, wenn man hier wohnt. Ja, guck mal, der hat hier auch, klar, mit Stacheldraht, nicht? Muss er sich sichern, aber sieht doch
echt cool aus. Mit den ganzen Bäumen. Nicht mehr lange, da haben die uns überholt, dann wandern wir freiwillig nach Afrika aus, weil es da besser ist. Dann sind wir die, die versuchen mit dem Boot von Europa wegzukommen. Hier, Consulta Primary School Karima. Das finden wir. Jetzt sind wir in Karima. Okay, dann können wir nämlich einschätzen, wo wir lang gefahren sind, wenn wir jetzt Karima finden würden. Oh, shit. Kaimuya sehe ich halt. Karima, hier, das ist Karima. Das Kirimari. Das Karima. Wir suchen Consultas School. Consultas Primary School. Dann sind wir von hier gekommen. Krass, von so weit oben hätte ich nicht gedacht. Aber ist das nicht der Fluss, den ich vorhin gesehen hatte? Das macht ja Sinn, dann stehen wir ja hier, wenn das der Fluss ist. Macht Sinn, oder? Tutti Primary School. Tutti Primary School. Oh. Ja, manchmal macht man sich das Leben auch schwerer, als es sein müsste. Jetzt ist nur die Sache, was mich ein bisschen stutzig macht, ich würde sagen, wir stehen hier, weil die Straße hier abgeht, nach Westen. Aber der Fluss ist südlich von uns, aber auf der Karte nördlich. Und nördlich geht es hier schon rum. Genau, das ist das Ding. Da ist auch nochmal ein Fluss, das heißt, der andere Fluss ist nur nicht eingezeichnet. Alles klar, okay, der sieht hier auch nach Fluss aus. Das andere Ding war eher ein Bach, nicht wahr? Ups, eins zu weit. Obwohl, geht auch. Aber der ist nicht eingezeichnet. Aber man sieht hier, da teilt er sich. Hm. Okay. Finish. 7 Meter. Uff. Und damit kommen wir Runde 5 von 5. Australien. Oh nee, Südamerika. Japan. Malaysia schon wieder. Taiwan? Südkorea? Nee. Boah, was ist denn das für eine runtergekommene Ecke? Habe ich hier die Straßennamen? Wenn das Sangong-il ist, dann sind wir in Südkorea. Singalehead? Ich würde sagen, Taiwan nach aktuellem Stand. Die von den Straßenschildern? München. Würde ich hinziehen. Deswegen ist es auch so teuer. 089. Ja, die Landesvorwahl ist entscheidend, nicht wahr?
Japan. Ist echt Japan? Ja gut, die können auch nicht überall alles hübsch haben, nicht? Aber 44, 9. Wobei ich die Schilder in Japan eigentlich auch anders kenne. Nicht, dass das irgendwie ein lokales Schild in Taiwan ist, was ich nicht kenne. Weil normalerweise hängen die in Groß ja irgendwie über der Straße. Hier ist die 5. Ich gucke einfach mal. 7. 4. 7. 4. 18. Acht, acht, eins, zwei, neun, hier. Würde von dem Bergigkeit auf jeden Fall hinkommen. Hier sind auch 400 da. Hier ist die 482, 483. Wo geht die 9 hier wieder raus? Verschwindet in Osaka irgendwo. Osaka macht den Versacker. Ja, da geht die 8 nur weiter. Dann hört die 9 hier auf wahrscheinlich. Dann haben wir nur dieses Stück mit der 9. Oh ne, hier geht die 9 weiter. Uff. Chinatown in München. Ah, dann eher San Francisco. 432, okay, das muss relativ am Ende von der 9 sein. 488, okay, es springt wild umher. Und hier geht die 9 in die 2 über. Hier kommt bei die 9 wieder raus. Oh, das ist so eine Straße, die überall wieder auftauchen kann. So eine Rotze. Da kommt die 3 wieder mal raus. Okay, also ohne Ort wird das schwer einzugrenzen. Oh, guckt mal. Schöne Strände, was wir hier alles finden. Nach Südosten. Süden, Süden, Norden, Osten, Süden. Also in die Richtung. Das würde natürlich nicht zur 9 passen. Außer die 9 kommt halt irgendwo vielleicht auf einer Insel wieder raus. Ich will wieder zurück nach Afrika. Nicht Amerika, Afrika. Ich meine, das muss ja eine Küstenstraße sein. Hier wäre 410. Auf welcher sind wir? Also guck mal, also wir fahren ja direkt am Meer entlang. Da ist irgendein, noch eine Insel im Osten.
Das heißt, wir könnten hier auf der Höhe sein und sehen das Ding zum Beispiel. Ah, hier, auf der waren wir schon mal. Ja, bei dem Fischermuseum. Okay, aber die kann es natürlich nicht sein. Das passt halt nicht. Vielleicht sehen wir auch sowas von irgendwo. Ich meine, die 9 ist hier. Wie kann ich nach Südosten Wasser sehen? Vielleicht hier oben drauf? Weil ich meine, die geht hier am Wasser entlang, aber das Wasser ist nach Norden. Das ist hier sicher nicht nach Norden. Hm. 407. Die 407 war hier, nicht? 414, 410. 410 war hier, aber nicht 407. Ja, die 407 ist auch eine grüne Straße und nicht eine blaue, nicht? Ich weiß nicht, wie die hier dargestellt werden, diese grünen. Weil sonst habe ich diese eckigen. Also von dem Straßenschild her bin ich nicht in Japan halt. Aber ich kenne sonst kein Land, was das so einzeichnet mit diesen runden 9. Vielleicht irgendein Land, was neu drin ist, was ich noch nicht kenne. Oder Macau ist nicht so groß, die haben nicht so viel Grün. China ist nicht drin. Vielleicht eine japanische Insel, auf die die 9 weitergeht. Das könnte sein. Sowas könnte das sein. Dass wir irgendwo hier unten oder so drauf sind. Das stimmt, hier war immer die 58. Ja. 390. Und dann sind wir hier auf Taiwan. Taiwan hat auch rund? Dann sind wir in Taiwan. Gucke. Ah. Ich kenne sonst immer nur diese Blümchenstraßen. Hier ist die 9. Dann erklärt das auch diese Runtergekommenheit. Die ist auf jeden Fall in der richtigen Ausrichtung. Beat it. Aber die 400 habe ich jetzt noch nicht gesehen. 200. Und hier geht es eher runter als hoch mit den Zahlen. Das macht mich ein bisschen wieder stutzig. Gut, es kann sein, dass die 11 gleichzeitig auch die 400 irgendwas ist. 407, ja. Gut, dass du es in den Check geschrieben hast. Ich würde das immer wieder vergessen, welche 400 wir hatten. 38, 1. Hier ist jetzt die 11. Wo ist die 9 hin? Keine Ahnung, aber da kommt die 9 wieder raus. Und das hier passt von den Ausrichtungen dann nicht mehr so. Hier oben ist wieder die 2. Ja, also irgendwo hier sind wir. Am südlichsten Ende geht die 9 in Japan entlang. Oh, jetzt sag nicht, dass wir doch Japan haben. Wir machen aber auch Länderhopping. Ja, hier ist die 10. Und wo kommt die 9 raus? Aber ich glaube, die in Taiwan passt schon besser, nicht?
Weil das ist auch nicht die japanische Darstellung von Verkehrsschildern. Normalerweise wäre in Japan die 9 oben drüber und nicht hier am Straßenrand. Ich muss sagen, ich bin in Taiwan auch noch nie Überland in Geotastic gefahren. Wir waren immer in der Stadt bisher. Also das ist auf jeden Fall keine japanische Darstellung. Und 395 heißt wahrscheinlich nicht, nicht die Straße, sondern die Entfernung, nicht? Das heißt, wir sind bei Kilometer 410 gestartet und jetzt sind wir bei Kilometer 395. Und wir fahren Richtung Süden. Und die Straße ist dann x Kilometer lang. Dann sind wir hier oder so. Ich guck aber, nördlich Kitayuchu, sagtest du. Das interessiert mich einfach nur. Nördlich Kitayuchu. Ich sehe nicht mal Kitayuchu. Engstelle. Sag mal die nächste größere Stadt. Präfektur Kagoshima? Oder Koshi eher in die Richtung? Steht ganz groß da. Du meinst das da? Kitashuyushu. Ach so, ja gut. Wenn ohne die Ü-Striche ist es schwer zu erkennen. Ja gut, aber dann würden wir die Küste ja hier sehen. Und hier ist. Und die 9 ist gleichzeitig die 2, aber das ist interessant. Die 9 und die 2 teilen sich, guck, eine Straße, ja. Das heißt, auch hier ist die 9. Nee, hier ist die 9 nicht. Ah, interessant. Das heißt, mal ist die 2 die 9, aber nicht immer ist die 9 die 2. Also, wer denkt sich das aus? Sehr sinnvoll, oder? Ja, aber das passt nicht. Also ich würde sagen, Taiwan. Nicht, hier ist viel zu frei. Als dass es da diese Engstelle sein könnte. Ja, eben Westküste. Wir bräuchten ja Ostküste. Die Westküste hatte ich ja gesehen, aber es passt ja nicht. Alle warten auf den Betonmischer. Erinnert mich an Worker and Resources. Da gab es auch echt lange keine Patches mehr. Es ärgert mich so ein bisschen. Davu und Daren, jetzt haben wir es. So. So, wo ist Davu und wo ist Daren? Davu, hier unten sind wir. Davu Township. Und Central Yulyun. Yulyun.
Wo ist Juli Jun? Longxi. Hier, Juni Lun. Hier sind wir irgendwo. Okay. Aber wir stehen ja auf dieser Straße in irgendeiner Stadt. Da müssen wir herausfinden, wie die hier heißt. Wie auch das Wetter sich ständig ändert. Ey, das ist eine Karte. Okay, ja, also fast besser kann man ja das gar nicht bekommen, oder? Einfach mal auf dem Silbertablett serviert. Ja. Und ich brauche trotzdem noch 3 Stunden, um zu finden. Naja, gut. Irgendein Fluss. Okay, es gibt viele Flüsse. Der hier? Nee, wir brauchen einen Ort. Hier ist ein Ort. Der Fluss vielleicht? Was steht denn da? 9. Ja, das ist die Ecke hier, nicht? Das ist auch die Schiene, ja. Wir sind hier. Wirklich München. Kannst ja mal anrufen. Mal gucken, wer rangeht. So, und vor welchem Laden stehen wir jetzt genau? Und auch noch eine Bezahlrufnummer. Wir kommen aus irgendeiner Schrägstraße raus. Wir fahren nach Nordosten. Wir fahren nach Nordosten. Hier? Die Straße so im Bogen, die ist eigentlich gerade. Das passt nicht zu der Straße. Ich hätte ja gedacht, wir sind in der, aber da müssten wir ja nach Südosten fahren. So, unsere Straße geht nach Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Nach Südwesten gerade weg von der hier. Dann sind wir hier. Ja. Dann stehen wir genau dort. Bango. 5 Meter. Wir haben's. Bis auf den einen Fehler, wo ich ein bisschen zu voreilig war in der Wüste, haben wir es geschafft. Nochmal 100 Minuten. 11 Minuten in den United Arab Emirates. San Marino 11 Minuten. Malaysia 34. Kenia 23 und Taiwan 19. Eigentlich ein guter Schnitt und trotzdem eine hohe Gesamtzahl. Aber ich habe mir heute auch nicht unbedingt Mühe gegeben, schnell zu sein. Arabische Emirate war ich halt ein bisschen zu voreilig, nicht? Da hätte ich mir die Minute mehr nehmen sollen. Na gut, so ist es halt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Geotastic.